Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Sims 4 mit dem neuen Erweiterungspack Strangerville. Und in dieser Nachbarschaft sind wir gerade auch schon in Strangerville und haben uns eine neue WG erstellt. Diesmal die Fabeltier-WG. Ich stelle vor Kizuna Tamagotchi, Mirosh Malekiba, da ist mir kein Name eingefallen, ich habe einfach irgendwie auf der Tastatur umgekloppt. Dann Joel Goodweather. Ja, die drei sollen sein. Und Kizuna ist, naja, junge Erwachsene, vielleicht noch ein bisschen jünger als die beiden hier. Schätzungsweise so 19, 20 Jahre alt. Ein bisschen mobiliger. Aber vielleicht ist das auch der Grund deswegen, dass sie immer so ein bisschen einstecken muss überall und dass sie aber auch kein richtiges Selbstwertgefühl hat, also wirklich sehr, sehr, sehr schüchtern ist in allen Belangen und eher ein Problem hat, auf Leute zuzugehen. Ich habe ihr auch die neue Eigenschaft Paranoid gegeben. Jetzt zocken sie erstmal alle schön weiter fleißig ihre Spielchen. Ganz schlimm übrigens, dass die Sims das genauso machen wie wir. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht anders läuft. Naja, drei alle nicht verwandt miteinander, sind halt nur Freunde, die sich irgendwo mal getroffen haben und sich gedacht haben, Mensch, wir brauchen alle irgendwie ein Dach über den Kopf und müssen mal schauen, dass wir von vorne anfangen. Und sie ist so ein bisschen die Drahtzieherin, die alle dazu gebracht hat, hierher zu ziehen, die Joelle. Denn die hat von ihrer Oma hier ein altes Haus vererbt bekommen. Und naja, und da sind sie jetzt gerade eben frisch eingezogen. Ihr Zimmer ist das hier. Ihr seht, sie ist ambitioniert. Sie hat hier einen Abhörtisch. Und ja. Sie denkt, dass von den Pflanzen hier eine Gefahr ausgeht und deshalb ist sie da schwer in Untersuchungen, in geheimen Untersuchungen verwickelt. Ich werde jetzt erstmal sagen, dass die alle ihr Bettchen haben wollen. Das solltest du zum Beispiel nicht machen, denn das ist Kizunas Raum beanspruchen. So, und Joel geht mal hier oben beanspruchen. Und du gehst mal hier beanspruchen. Damit hier auch ja keine Schwulitäten entstehen, nicht wahr? So, ja, und er hier, er ist, naja, musikalisch begabt, sagen wir mal so, er hat ein sehr feinfühliges Gehör, ist aber eher so, naja, ich will jetzt nicht sagen Gosse entsprungen, also er hatte es in seinem Leben auch nicht wirklich schwer, aber er ist schwer am Arbeiten, dass dich das ändert, wie man sieht. Game over. Und ja, die liebe Kizuna hier, die muss auch erst noch mal gucken, wie sie an den Fisch an Land gezogen kriegt. Ja, habe ich als Bestrebung Angelaas gegeben. Also sie ist auch sehr, mag auch wirklich sehr die Natur, hält sich dort gerne auf und angelt mit lieben gerne. Deswegen habe ich ihr Moment hier so ein Angelnetz auch hingehängt und naja, sie ist halt sehr verträumt, deshalb diese ganzen kleinen verspielten Sachen hier. Der Flamingo fliegt, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Und ja, aus ihrer koreanischen Heimat hat sie dann auch hier so kleine Sachen mitgenommen, wie dieses kleine Teilchen hier. So eine Art Miezekatze und ihren Kuschelteddy oder ihre Kuschelkatze. Und ja. Ey Mann, ich weiß gar nicht, warum das so. Wieso klingt denn das so? Bei den anderen klingt das immer viel besser. Oh mein Gott. Naja, und
Ihre Stimme würde ich so ein bisschen zart und so quietschig ein bisschen machen. Also so verhalten, ich weiß auch nicht. Jetzt gucke ich nochmal hier nach meine E-Mails. Mal gucken, ob Mama geschrieben hat. Ich muss auf jeden Fall noch antworten, dass ich hier gut angekommen bin. Sonst macht sie sich wieder Sorgen. Ja, ja. Und die gute Joelle? Oh, was guckst du denn? Da kommt nur Scheiße im Fernsehen. So, mit Elan aufs Klo. Tja, sie ist ein sehr selbstbewusster Mensch. Das ganze Gegenteil von Kizuna eigentlich. Und kann man so sagen, ja. Sehr selbstbewusst, freundlich und perfektionistisch. Alles, was sie anfasst, macht sie mit größter Perfektion. Den Sportkanal schauen, naja. Vielleicht schicke ich sie auch in die Militärkarriere, das weiß ich noch nicht so genau. Ich würde nur sagen, wir werden erstmal die Nachbarschaft auskundschaften mit der guten Frau, weil hier nebenan geht es nämlich schon lustig. Bizarre Pflanze, wild. Eine bizarre Pflanze besitzt einen ominösen Glanz, aber ob sie von einer anderen Entität, kontrolliert wird, es sieht so aus, als würde etwas darin wachsen. Oh, na dann. Dann gucken wir uns die mal an und machen ein Foto. Oh, wen haben wir denn da? Kizuna, das kannst du mal machen. Nachbarn, herein bitten. Hallo. Oh, was ist das denn? Ja? Joelle? Okay, sie macht ein Foto. Diese bizarre Pflanze besitzt einen ominösen Glanz. Genau, das stand ja schon vorhin da. Richtig. Ein Foto einer bizarren Pflanze wurde zum Inventar deines Sims hinzugefügt. Oh, sehr gut. Sammle 15 Stranger-Will-Beweise, um ein Geheimdossier zu erstellen. Beweise findest du, indem du Bewohner befragst oder im Geheimlabor herumschlüffelst. Oh. Im Geheimlabor. Was geht denn mit der? Alter, was? Die sehen alle ziemlich eigenartig aus. Hey Bro, was geht's? Irgendwas ist mit dir nicht... Alter. Die lachen auch so komisch. Ich würde die am liebsten gar nicht reinlassen. Hilfe! Aber die sind alle so. Die haben alle andere Spaßmen hier. Und die zucken auch so eigenartig. Alter. Macht sie da? Man weiß es nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist denn hier los? Sims Forever spielen. Kizuna plaudern. Ey, haben die Leute irgendwas Komisches gegessen? Ich weiß nicht. Die kommen mir so eigenartig vor. Als ob die Marionetten eines Videospiels wären. Die sind nur sportlich, glaube ich. Also, ja, schon komisch. Also, ich würde sie nicht gleich in eine Schublade stecken, man weiß ja nie. Ja, schon richtig, aber... Ich meine, wir sind ja anders. Ja, klar sind wir anders, aber... das muss doch die Bande nicht unbedingt brechen. Ich meine, vielleicht sollten wir wirklich erstmal mit den Leuten reden. Versuchen, mit Ted zu reden. Wird hier auch direkt angezeigt, dass man das nur versuchen kann. Gut, mach das mal bitte. Muss Infos sammeln. Ach, hier, guck mal, die eine hat sich hier auch schon hingesetzt. Einfach nur noch Fragezeichen über dem Kopf. Ich weiß nicht so genau, was du mir sagen willst, aber... ja, genau. Was ist denn mit euch passiert? Oh, da oben steht was.
kalt. Ihr Nest ist von Schönheit umgeben. Wir sind ihrer nicht würdig. Okay. Ihr Nest? Zur Besinnung bringen, wenn das geht. Zombie! Ah. Will er nicht? Okay. Komm zu uns, in den Krater. Alter Mann, was? Ich will ja nichts sagen, aber es ist irgendwie ganz schön unheimlich. Tschüss. Was ist denn hier? Gut, wenn ihr das alles so sagen, wir gehen in den Krater. Vielleicht sollten wir erst nochmal mit Kizuna... Ach, macht sie gerade schon. Na, sehr gut. Genau. Ey, Mann, was ist denn hier los? Also, von Militär ist mal alle angerückt, man weiß ja gar nicht. Naja, vielleicht sind die nur, ich weiß nicht, irgendwas zur Säuberung hier vielleicht. Die Pflanzen sind ja auch überall. Genau, genau. Und man könnte mal ein Buch drüber schreiben. Ja, einfach mal die ganzen Pflanzen in den Müll und dann sind wir sicher, denke ich mal. Das sollte ich vielleicht doch mal auf den sozialen Netzwerken teilen, damit die Leute wissen, was hier los ist und... Spenden können die auch für die Leute hier. Naja, also Essen werden die schon haben, denke ich mal. Müll gibt's hier ja überall an der Straßenecke. Ja. Also, ich werde mal... Ach so, wie sieht denn das jetzt mit euren Bedürfnissen aus? Jetzt muss ich mal gucken. Ups, habe ich jetzt gar nicht im Auge behalten. Karriere hat sie nicht. Sieht eigentlich noch gut aus. Und bei Kizuna auch noch okay. Ja, dann würde ich sagen, warte mal, Mirosch. Vielleicht nehmen wir auch Mirosch mit. Kizuna hat schon wieder Hunger. Der hat auch schon fast wieder Hunger. Also ist, ja, gut, okay. Ich reise mal mit der guten Joelle. Reisen. Mit Kizuna, weil alleine will ich irgendwie nicht. Kizuna, komm jetzt mal. Ich will mal was gucken. Hier, das da ist der Krater. Und ein Geheimlabor. Da würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Haben sie ja gesagt, besuchen uns im Geheimlabor. Ne? War das nicht so? So, wo sind denn alle? Ach, da. Wow, wieder. Guck mal, wie viele Pflanzen hier sind. Total viele. Ach, da oben kommt man in den Krater rein und das hier ist das Geheimlabor. Interessant. Okay, dann würde ich mal sagen, liebe Joelle, kannst du mal ein paar Fotos machen? Die kann man jetzt zum Beispiel, hier kann man zum Beispiel kein Foto machen. Und dich schicke ich mal rein. Du kannst ja mal gucken. Untersuchen. Du kannst kein Foto machen? Ja, aber das haben die alle hier, ne? So einen ominösen Glanz. Guck mal, die Großen hier draußen. Die kann man nicht mehr untersuchen. Hier hingehen. Hier war gerade... Konnte ich hier nicht gerade noch irgendwas untersuchen? Nee, geht nicht. Anscheinend kann man hier nichts Nützliches finden fürs Erste. Aha. Das heißt, vielleicht müssen wir einfach noch mehr Beweise sammeln, damit wir fündig werden. Ich glaube ja. Okay, Kizuna, dann werden die wahrscheinlich Beweisfoto machen. Okay, kann ich wirklich auch nichts machen.
Okay. Kizuna? Oh, Kizuna kann Beweise suchen. Na dann mal los. Na. Meine Kamera. Kamera! Hör doch mal auf mit dem Müll. Ah, jetzt ist es wieder resettet. Manchmal hängt sich die Kamera auf. Tür ist abgeschlossen. Du brauchst eine Schlüsselkarte. Bestimmt kann mir in der Stadt jemand sagen, wo man diese herbekommt. Schnüffle im Geheimlabor herum, um weitere Informationen zu sammeln. Es wurde ein neuer Notizbucheintrag hinzugefügt. Suna hat Beweise gefunden. Verpflichtendes Hologramm. Okay. Wie Kizuna einfach mal voll abräumt hier. Dabei hat die die Beschreibung gar nicht. Machst dir erstmal einen Kaffee. Ja. Ich kann hier echt nicht Beweise suchen. Paket mit rätselhaften Samen. Interessant. Kann man auch was kochen? Ah, seht ihr? Und jetzt können wir auch die anderen Beweise hier untersuchen. Hacken, um Beweise zu finden. Das geht noch nicht. Okay, Suna, trinkst du deinen Kaffee? Gibt's hier eigentlich was fürs Klo? Ja, Klo gibt's auch. Okay. So, was können wir uns denn noch angucken? Vielleicht mal einen Haushalt besuchen? Ich meine, die waren schon sehr strange. Vielleicht mal eine 8-Glasenbar? Was ist das? Kahil? Der wohnt im Flugzeug oder wie? Refugium. Sickworth. Haus Fruchtfrisch. Stranger Will Plaza ist der Treffpunkt der einheimischen Wissenschaftler, findest du in der Bibliothek des Militärpersonal, besucht gerne. Oh, wenn wir uns mal mit Wissenschaftlern auseinandersetzen, ne? Vielleicht finden wir da welche in der Bibliothek. Kizuna gar nicht mitgenommen. Okay, gut. Aber hier sind genügend Leute drin. Ich glaube, die haben wir hier vorhin schon gesehen, oder? Wer ist das denn? Katharina Förster. Verschwörungstheoretikerin. Lustig vorstellen. Geheimnis von Strangerville fragen. Machen wir mal. Über Strangerville reden und dann nach der Schlüsselkarte. Vielleicht bringt es was, wenn man ein bisschen, naja, schon mal Verbindungen aufbaut. Zu entsprechenden wichtigen Leuten. Hi. Hi, du. Hi. Hi, ich bin's, die Joelle aus der Nachbarschaft. Und ich habe da einen super Einfall. Und ich wollte dich mal fragen, wie das hier so ist in Strangerville. Warum sich die Leute hier so eigenartig benehmen? Hast du da einen Plan irgendwie so? Ich habe ein paar Theorien zu den Vorkommnissen im Labor, aber ich verrate sie nicht jedem. Okay, war schon im Kuriositätengeschäft in der Nähe der Wohnungssiedlung. Ich hab gehört, es soll dort ein interessantes Geheiminventar geben. Okay. Hä? Karriere registrieren. Hä? Wieso? Nein, was machst du? Du sollst dich nicht selbstständig machen. Kriegt man hier irgendwas über den Lab hier raus oder so? Über Strangerville? Ja, hier kann man Schlüsselkarte anfordern beim Militär.
Schuck's a fazoo, huh? Oh, can a game? Oh, move. Ah, Bergaba. Oh, Moff. Wir machen mal von Herzen kommendes Kompliment über ihren tollen Hut. Hey Mann, ey, dein Hut ist voll schnaffte, ey. Das finde ich richtig cool. So. Der macht gleich Lust auf mehr, dein Hut. Hallo? Okay. Hallo? Hi. Und wissen Sie zufällig mehr über Strangerville? Ja, kann schon sein. Sind hier alle so komische Lamas? Ich meine jetzt nicht dich, aber es gibt Leute, die sind hier sehr eigenartig. Naja, ja, fetter Kaffee halt, ne? Also, müssen wir mal den Dreck von der Straße wischen, so mehr oder weniger. Aber so rassistisch würde ich mit einer jungen Frau nie reden. Ja, Wetter ist düster, aber wir hoffen auf Besserung. Die schreibe ich heute Morgen. Schreibst du denn bitte? Schreiben üben. Sims Forever spielen. Noch so eine. Sieht übrigens komisch aus. Sie hat jetzt die Vampirhaare und... Leute. Reden wir mal mit der über Strangerville. Wir müssen Leute kennenlernen. Es hilft nicht. Mach den scheiß Computer aus. Es ist nur ein Alibi. Hallo. Ich habe da so Pflanzen gesehen. Weißt du, was mit denen los ist? Ich meine so generell. Ich wette, wenn du genügend Beweise für besitzt, dass sie seltsame Dinge vor sich gehen, kannst du einen Wissenschaftler, einen Militäroffizier überzeugen, dir eine Schlüsselkarte für das Labor zu geben. Ach, damit wir da runterkommen. Verschwörungstheorien erzählen. Plaudert mit Ben und Luisa. Naja, dann. Ey Mann, du bist voll cool eigentlich so. Ich weiß gar nicht, was hier ein Bro wie du hier eigentlich verloren hat. So am PC vor allem. Naja, ja, das ist nur ein Alibi. Ich glaube, ich werde jetzt mal nach Hause gehen, weil ich bin schon verdammt müde, so dass ich mich jetzt hier schon hinhauen muss. Ja. Oh, eine Wissenschaftlerin! Komm. Freundlich vorstellen. Über Stranger will reden. Komm, das schaffst du noch. Ja, ganz kurz noch. Los. Joel. Hi. Doktor, ich weiß nicht. Ich hab da mal so eine Frage. Oh, warum guckst du denn so betrübt? Naja, so sitzt dann bitte erstmal hin. So, ja. Also folgende Frage, die mich beschäftigt. Hier laufen so viele mit eigenartigen Gesichtern rum. Was ist hier los? Ich habe Beweise für die Vorkommnisse, aber ich darf nicht darüber sprechen. Leider. Ansonsten würde ich dir natürlich mehr erzählen von Unterhosen und so. Und wirklich die richtig privaten Sachen, wie zum Beispiel Spielzeug im Keller, aber leider geht das nicht. Gut, okay. Ich glaube, du wirst jetzt nach Hause gehen, weil du bist echt hungrig. Oh, hallo? Wer war das denn? Wer hat sich denn da ins Bild geschmuggelt? Tschüss. Ja, wir werden mal abhauen. Komisch. Aber wenigstens gibt es noch ein paar Leute, die hier normal sind. Willst du jetzt den ganzen Weg nach Hause laufen? Fräulein. Oh Gott, da hinten marschieren sie wieder. Hilfe. Willst du jetzt wirklich den ganzen Weg nach Hause laufen? Läuft nicht lang? Okay. Mal Abendessen servieren. Du kannst ja mal versuchen, Würstchen mit Bohnen zu kochen. Mal gucken, ob was draus wird. So, was macht ihr beiden? Oh, die guckt sich einen Gruselfilm an. Voll in der Gruselstimmung jetzt, hä? Oh! Hallo!
Energie geladen. Liegestütze machen. Actionkanal schauen. Na gut, momentan war es ein Gruselfilm, ne? Hat die Kochfähigkeit erworben. Wir gucken nochmal an, wie sie sich anstellt. Nicht den Streuer reinschmeißen. Sieht lecker aus. Hast du das jetzt... ja, du kannst ja mal zum Essen rufen. Willst du dich nicht hinsetzen? Hoppla! Hallo, Leute, ich habe zu essen gemacht. Wir können was futtern. Oh, das ist aber schön. Danke dir. Hi. Oh, was gibt's? Ach so. Würstchen mit Kohl? Ja, mein Leibgericht. Ach ja, gut, dann setzt euch halt alle in die Wohnstube, auch nicht schlimm. Was Mirosch hin? Oh, der ist schon eingeschlafen. Der hat gar keinen Hunger, der hat anscheinend früher schon gegessen. Naja, gut, okay. Dann halt nur E2. Der Mond ist aufgegangen. Gut. Ja. Uiuiuiui, die Arme schläft echt gleich ein. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser ersten Folge von Sims 4 Strangerville. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Sehr gut, Musik!